Bünde in Nordrhein-Westfalen. Hier leitet Marco Höcker die Fahrschule Safety Car. Seine erste Schülerin heute möchte Motorrad fahren lernen. Der nächste Fahrschüler ist die Nell. Die ist 29 Jahre alt, hat noch nie ein Motorrad bewegt, so wie sie sagt. Und Wissensstand, ja, Theorieunterricht gemacht, Papiere abgegeben, aber nicht eine Fahrstunde gemacht. Da lassen wir uns gleich mal überraschen. Hallo Nell. Hallo Marc. So, erste Fahrstunde. Wetter nicht so berauschend. Hätten wir es mal gestern gemacht. Ich weiß. So. Ich möchte gerne einen Motorradführerschein machen, weil mein Freund auch schon einen Motorradführerschein hat. Und wir jetzt überlegen, uns so ein kleines Hobby zusammenzulegen und ja, einfach zusammen Spaß zu haben. Weil ich glaube, zusammen auf dem Motorrad macht es nicht so viel Spaß, als wenn jeder sein eigenes hat. So. Ah, schön. Hier stehen sie. So. Toll. Du machst ja eigentlich, also du hast ja gerade gesagt, du hast noch nie irgendwas gefahren. Ich bin ehrlich. Das wäre das Motorrad, was wir bis zur Prüfung fahren können müssen. Okay. So, wir können uns überlegen, wir fangen eine Stufe kleiner an oder wir fangen mit der 125er an. Alles funktioniert gleich. Ja. Nur hier kommt nicht so viel raus. Du entscheidest. Okay, wir nehmen die mittlere. Okay. Gut. So, wichtig ist, ich sehe, Jacke hast du dir eine gekauft, ja, richtig. Einen Helm hast du, Handschuhe hast du, Schuhe hast du, aber keine Hose. Richtig. So, ganz wichtig ist immer die Schutzausrüstung. Darf ich dich einmal kurz anfassen? Ja. Ja, die Jacke hat Protektoren, hinten einen Rückenpanzer, das ist gut. Jetzt müssen wir eine passende Hose für dich finden. Relativ groß, die Frau. Ich gucke mal. Die kannst du einfach über deine Jeans ziehen. Ja, gut. Ja. Das wird passen. Ja, gib mal rein. Danke. Ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird auf der Straße. Also ich habe da schon sehr Respekt vor, weil auf dem Motorrad ist noch mal was anderes. Man hat die Sicherheit, glaube ich, auch nicht so wie im Auto. Eine 500er Honda mit 48 PS. Mhm. Setz dich mal drauf. Ich soll drauf? Ja, aber von hier aufsteigen. Okay. Ist wie beim Pferd. So, okay. Die Schalter kennst du an so einem Motorrad oder auch gar nicht? Ja, erstmal noch nicht. Vielleicht noch mal, dass du mir alles erklärst. So, der Starter für ein Motorrad ist der. Mhm. Zum Starten immer, das ist die Kupplung. Okay. Kupplung ziehen. Ja. Start drücken. Okay. Blinker links. Ja. Blinker rechts. Machst du aus, indem du drauf drückst. Okay. Der Blinker geht nicht wie bei einem Auto automatisch aus. Okay. Du musst also nach dem Abbiegen immer dran denken, Blinker ausmachen. Fünfmal vergessen heißt dem Fahrlehrer einen Kaffee ausgeben. Okay. Gut. So, dann haben wir hier die Hupe, hier die Warnblinkanlage und der rote Schalter ist der sogenannte Notausschalter. Okay. Wieder Kupplung ziehen. Mach doch mal selber. Kupplung ziehen, Start drücken. Genau. Du kannst schön andere Motorradfahrer verarschen, wenn du später Motorrad fährst. Dann gehst du einfach am Motorrad vorbei. Wenn die, ich sag mal, eine Eisdiele sind, machst einfach die Schalter dahin. Okay. Die kommen garantiert zu ihrem Motorrad und sagen hinterher, Scheiße, warum springt die Karre nicht an? Kommt keiner drauf, dass am Notausschalter ist. Okay. Und mach mal wieder. Gut. Zum Schalten natürlich wie bei einem Auto auch. Vorher die Kupplung ziehen. Und schalten. So, und pass auf, ich fasse mal deinen Fuß an. Wenn du hochschaltest, den Fuß immer ganz drunter. So, und wenn du jetzt kräftig den Fuß hochziehst, kräftig, noch kräftig, so, bist du automatisch im zweiten, dann überspringst du den Leerlauf. Wenn du jetzt noch mal mit dem Fuß hochgehst, bist du im dritten. Okay. Das ist soweit klar. Mhm. So, die Handbremse bei einem Motorrad, weil wir jetzt ja gleich mal so Anfahrübungen machen wollen. Die Handbremse ist ein bisschen giftig. Nicht wie beim Fahrrad einfach zumachen, sondern, darf ich mal gerade anfassen, Druck aufbauen, spüren, reicht das? Nein, geht nicht ein bisschen mehr, nicht mehr. Ja, das nicht verstehe, machen, verstehe. Sondern gefühlvoll damit arbeiten. Du hast nämlich relativ früh schon Bremsdruck. Mhm. Okay? Alles mit Gefühl. So, und ganz wichtig, kennst du ja noch von der Autoausbildung damals vor 15 Jahren, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Gut. So,
Jetzt wollen wir mal nur ein bisschen anfahren und stehen bleiben. Wenn du stehen bleiben willst, wie beim Auto auch, Kupplung ziehen, leicht bremsen. Okay? Mhm. So, lass die Kupplung mal langsam kommen. Ganz langsam. Mehr. Ein bisschen mehr. Geht schon. Bleib cool. Bleib cool. Bisschen mehr. 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 So. Siehst du, jetzt rollt sie. Ach, wollten wir schon anhalten? Nee. Du ja. Okay. Gut. Und immer auf der Straße bleiben, nicht in den Dreck fahren. So. Und wieder anfahren. So. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Lass die Kupplung mal weiter los. Weiter los. Jetzt immer die Füße hoch. Immer hoch. So. Genau. So, und jetzt gib mal ein bisschen Gas. Ein bisschen Gas. Ja, das ist für mich ja auch Sport. Genau. So, genau. Jetzt zieh mal die Kupplung und bremst mal. Gefühlvoll. So. Schön. Würdest du dir trauen, dass ich mit dem Auto jetzt schon hinter dir herfahre, wie hier unten so mal rechts, links? Ich erzähle dir alles über Funk. Du musst nur das machen, was ich sage. Ja, die Kurven, da muss ich halt jetzt mal gucken. Wie beim Fahrrad. Okay. Fahrradfahren geht. So, kriegen wir es auch. Das war okay, ne? Sie hat ja alles soweit jetzt erstmal richtig gemacht. Wir werden jetzt hier so ein mal rechts, mal links abbiegen und so langsam ins Industriegebiet reinölen. Wir wollen heute noch keine Rennen gewinnen. Wichtig ist, dass man erstmal so Hände, Füße in Kombination kriegt, damit das alles funktioniert. Nein, das war okay. Und jetzt lass die Beine jetzt erstmal unten. Wir wollen jetzt hier diese 100 Meter runter und danach rechts. Okay? So, mach mal. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Muss nicht schnell sein. Ganz in Ruhe. So ist schön. So, jetzt probier mal den Blinker nach rechts zu machen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, und jetzt fährst du da einfach locker rum. Versuch einfach mal einen schönen Bogen hinzukriegen. Genau, so ist gut. Das Gucken übernehme ich so ein bisschen für dich. So, jetzt gib mal mit der rechten Hand ein bisschen Gas erst. Guck mal, der erste Kaffee. Na, hast du Glück gehabt, hast noch gemerkt. Das. Gib mal ein bisschen Gas, gib mal Gas, gib mal Gas. Damit du mal so ein Gefühl fürs Gas kriegst. So, gib mal Gas. So, den nimm mehr und lass das Gas mal stehen. Gib mal Gas. Gas, 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 Gas. So, und Gas stehen lassen, dass du jetzt allmählich immer ein bisschen schneller wirst. Mach mal. Das traust du dir zu. Ich muss jetzt ja so ein bisschen für sie auf den Verkehr achten. Der Fahrschüler, der jetzt die Nele in diesem Falle, konzentriert sich jetzt noch super viel auf das Motorrad. Das heißt, ich übernehme jetzt hier auch so ein bisschen das Gucken, was kommt von rechts, wie sieht's aus. Ich lasse sie nicht so schnell fahren. Und wieder eine Tasse Kaffee. Dankeschön. Und das ist dann immer die Reaktion der Fahrschüler, wenn ich das dann mit dem Kaffee immer sage. Die schütteln dann immer im Kopf so im Motto, oh, wie konnte ich das vergessen jetzt hier. Und rechts abbiegen. Also sie macht sich wirklich nicht schlecht. Es gibt auch Fahrschüler, mit denen komme ich vor der Garage gar nicht weg. Da laufe ich eine Dreiviertelstunde wirklich Straße hoch, Straße runter, ständig nebenher. So, jetzt müssen wir noch einmal nach links abbiegen und dann sind wir da. Es sind halt einfach erstmal sehr viele Einflüsse. Also man muss sich auf das Motorrad konzentrieren, man muss sich auf den Straßenverkehr konzentrieren. Und dann war ich erstmal leicht überfordert und dann dachte ich mir, okay, nee, konzentrier dich, konzentrier dich. Und ja, es war sehr, sehr schön. Alles klar. War sehr cool. Danke. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao. Yeah.